Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kriegt ihr mal wieder feinsten Schrauber-Content, den ich euch lange versprochen habe. Und zwar seht ihr hier hinter mir nicht mein neues Projektauto, sondern von einem guten Kumpel von mir, sein Audi 8. Ist jetzt nicht so das Liebhaberfahrzeug, wie ihr seht. Der hat auch schon knapp 200.000 Kilometer runter. Mein Kumpel wollte mit dem Auto losfahren, nichts ging mehr. Airtronic heißt automatisiertes Schaltgetriebe. Kann man auch nicht irgendwie in Gang reinwürgen, losfahren, sondern Feierabend. Er dachte erst, die Batterie wäre kaputt, neue Batterie reingesteckt, hat nichts gebracht, genau das gleiche weiter. Dann eingeschleppt und dort wurde dann festgestellt, dass der ganze Innenraum feucht ist. Man sieht es hier noch so ein bisschen. Ja. So, warum der feucht ist, haben sie dann auch relativ schnell rausbekommen. Wir blenden mal ein Foto ein. Und zwar die dritte Bremsleuchte oben ist tatsächlich undicht. Und das Auto stand immer draußen. Das heißt, dauerhaft, wenn es geregnet hat, ist das Wasser an der dritten Bremsleuchte vorbei in den Innenraum, sodass jetzt wirklich der ganze Teppich von unten feucht ist. Oh, scheiße. So, das heißt, Audi ist sich nicht sicher, wo der Fehler liegt. Aktuelle Fehler werden wir gleich sehen. Was da überhaupt Phase ist, eins ist Fakt, es geht nichts mehr. Heißt, mit Glück startet er, mit Pech startet er noch nicht mal. Gehen keine Gänge rein und nix. Diagnose Audi war, haltet euch fest, komplett neuer Hauptkabelbaum, komplett zerlegen, zahlreiche Steuergeräte neu, Schaden gleich 37.000 Euro. Und mit Pech ist der Kabelbaum sogar noch nicht mal lieferbar, weil der wird dann auf Anfrage produziert. Das heißt, keine Ahnung, wann, wie, wo Audi diesen Kabelbaum dann liefern kann. Jetzt ist es folgendermaßen, der Hauptkabelbaum ist wirklich das letzte Teil an so einem Auto, was ich tauschen würde, weil der kommt in der Produktion mit als erstes nach dem Lackieren ins Auto rein. Das heißt, teilweise sitzt der sogar unter Dämmmatten. Ich behaupte mal, der Motor muss dafür raus, weil der auch hinter Motor lang geht, hinterm Tank lang geht, überm Tank lang geht. Das heißt, ich habe gesagt, nee, auf gar keinen Fall tauschen wir den Hauptkabelbaum, sondern wir gucken mal, ob wir mit euch zusammen diesen Fehler nicht finden. Ja, ansonsten schöner V10. Ich glaube, haben sie schon über 10 Jahre das Auto auf jeden Fall. Ist auch mittlerweile echt kein neues Auto mehr. Ne? Nee. Also R8 ist schon alt geworden. Nee. Also gegenüber dem neuen Modell, wo halt alles digital ist und so weiter, ist so ein alter halt auch definitiv, ja, ich will nicht sagen alt, aber älter, muss man so rum zu sagen. 181 hat er runter. So, Zündung angemacht und schon geht's los. Wählhebel defekt. Passenger Airbag, okay, das wird daran liegen, weil der Sitz ausgebaut ist. Aber ihr seht, ich glaube, es gibt keine Lampe, die nicht an ist. Ja. Ist immer ein Zeichen dafür, dass hier irgendwo große Baustelle in der Elektrik ist. Wäre jetzt witzig, wenn er doch anspringt. Störung, Bremse. Also seht ihr ja, Stoßdämpferfehler, ESP ist aus. Alles aus. ABS aus. Hier blinkt auch was. Aber geil, klingt runter. Also ich kann, egal was ich mache, keinen Gang einlegen. Weil er hat jetzt halt einen Getriebefehler und dann ist es bei dem Airtronic so, bevor er irgendwas falsch macht, einfach lieber gar keinen Gang einlegen. Das heißt, wir können zur Sekunde nichts machen. Hupe geht. Der rasselt auch ganz schön laut, ne? Das Rasseln, was du hörst, ist tatsächlich, da ist seit über 10 Jahren ein Krapowitsch runter. Und da sind die Klappen mittlerweile. Ah. Das ist so dieses Rasseln. Okay. Was passiert, wenn wir jetzt filmen aufs Display? Mal gucken, was er jetzt anzeigt, wenn ich nochmal anmache. Ja, und das ist halt schon der erste Fehler. Wählhebeldefekt. So, das heißt, dieser Hebel hat gar keine Kommunikation. Bevor ich das Auto überhaupt starte, zeigt er schon einen Defekt. Das heißt, zwischen hier und Motor ist irgendwo Baustelle. Da der Motor läuft, würde ich jetzt mal Motorsteuergerät schon mal ausschließen, sondern das muss irgendwie eine Kommunikationssache sein. Ja, man sieht halt auch so schon, hier ging halt schon überall was, ne? Also das ist ja alles hier ein Zeichen von Korrosion, auch hier unten. Also das war alles feucht hier. Ah, krass, hier, guck mal. Selbst der Teppich hier hinter. Also das allererste, was man mit dem Auto leider machen muss, der muss trockengelegt werden. Das heißt, beide Sitze raus, ganzen Teppich raus, irgendwie schön einmal sauber machen. Da werde ich auf jeden Fall mal einen Aufbereiter für suchen, wenn es soweit ist, dass wir den Fehler gefunden haben. Weil, wie will man das wieder trocken kriegen, ne? Also meine Vermutung ist wirklich, da ist so viel Wasser reingelaufen, dass der ganze Teppich von vorne bis hinten in diesem Schaumstoff voll mit Wasser steht. Das ist jetzt für Stellen, wir gehen mal einmal rum.
für Stellen, wo keine Steckverbindungen sind, ist dem Kabelbaum das egal. Der Kabelbaum ist ja isoliert. Da kommt ja kein Wasser rein. Aber für Stellen, wo zum Beispiel sowas hier, weißt du, wo halt offene Kontakte sind, ist das halt scheiße. Die sind definitiv leicht angefressen. Was ist das hier? Motorsteuergerät kann es nicht sein, weil der hat auf jeden Fall... Hier, wir sind, glaube ich, hinten. Das wird bestimmt Getriebesteuergerät sein. Hier zum Beispiel, da sieht man halt schön hier unterm Sitz, weiter rechts. Klar, wenn da natürlich das Wasser unten drin steht, dann ist sowas... Solche Steckkontakte sind natürlich sofort. Mhm. Ist in dem Fall nur für den Sitz, ist jetzt erstmal nicht so schlimm, ne? Zur Not kommt eine Bierkiste rein. Wichtig ist, dass erstmal wieder fährt. Aber lass mal einmal auslesen. Ja, Sinn und Zweck der Nummer ist natürlich, dass wir dieses Auto günstiger als für 37.000 Euro repariert kriegen. Weil ich bin jetzt nicht so up-to-date im R8-Game, aber ich würde mal behaupten, ein R8 mit der Laufleistung in dem Zustand. Was wird sowas kosten? 45, 50? Ich glaube, inzwischen sind die auch schon teurer geworden. Echt schon teurer? Ja. Na, hier, guck. Reparatur ist schon mal ein Euro billiger gemacht. So, jetzt gucken wir mal als erstes. Motorelektrode. Man könnte jetzt einen Komplettdurchlauf machen und einfach alles zeigen. Also alle Fehler ist mir immer zu kompliziert, weil dauert zu lange. Ich klicke die Sachen immer einzeln durch. Oh. Motorsteuer geht keinen einzigen Fehler. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt gucken wir mal Motorelektronik 2. Der hat nämlich zwei Steuergeräte. War immer beim B7. Also die ganzen V-Motoren haben immer zwei Steuergeräte, ein Master und ein Slave. Und beim B7, ich weiß noch, ich hatte ständig eine Lampe an und hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass man auch das zweite löschen muss. Und der hatte einen Lambda-Sondenfehler auf dem zweiten Steuergerät. Ich immer gedacht, Alter, wo kommt dieser Fehler her, bis ich dann gedacht habe, hat der zwei. Okay, zweites auch leer. Ja, deswegen springt der Motor auch an und läuft auch so. So, dann machen wir als nächstes mal weiter mit Getriebe. Was würde passieren, wenn man den Fehlerspeicher einmal löscht und nochmal probiert? Dann sind die Fehler entweder weg oder sind direkt wieder da. Okay, aber hier geht's schon mal gut los. Getriebe 10 Fehlercodes. Das Auto war übrigens vorher lückenlos Audi-Checkheft. Also alles, was jetzt hier so drin ist, ist definitiv auch davon. So, und jetzt geht es hier los mit 10 Fehlern im Getriebe. Weißt du schon, okay, alles klar, hier. Erste Fehler, gleich Steuergerät defekt. Das heißt schon mal, dass da irgendwas im Argen ist. Wie geht's hier weiter? Signal für Anlasssperre. Okay, siehst du, dann wird er nämlich nicht starten. Wählhebel, keine Kommunikation. Lenkwinkelsensor, keine Kommunikation. Kupplungspositionsgeber, Kurzschluss nach Masse. Steuergerät für ABS, keine Kommunikation. Motorsteuergerät, keine Kommunikation. Wundert mich, dass er dann anspringt, weil das sind jetzt so viele Fehler. Pass auf, wir machen mal, wie du gesagt hast, löschen. Dann muss man immer einmal raus, dann können wir wieder neu lesen. Das ist ja interessant. Jetzt habe ich alle Fehler gelöscht. Jetzt ist nur noch der Fehler da, Spannungsversorgung, Unterbrechung. Spannungsversorgung unterbrochen heißt immer zu wenig Saft. Zu wenig Saft, sowas hat man noch. Stoßdämpfer, ne? Stoßdämpfer. Auch krass, dass man mittlerweile die Stoßdämpfer diagnosefähig sind. Was heißt mittlerweile? Ist ja mittlerweile auch ein alter Bock hier. Hm. Was für ein Baujahr ist das? Weißt du das? Nee, weiß ich gar nicht. Kann man immer gut auf der Scheibe sehen. Ich würde sagen 2008, 2009. Ah. 15 Jahre, ne? Oldtimer. Bald. Bremssteuergerät. Bitte Fehlerspeicher auslesen. Habe noch nie gehabt. Also ihr seht auf jeden Fall 10 Fehlercodes. Dann jetzt im Steuergerät für die Dämpfer ist angegeben Bremssteuergerät Fehler. Da passt irgendwas so komplett nicht. Und das deutet immer darauf hin, dass zum Beispiel, so ist meine Vermutung, deswegen gucke ich das jetzt mal durch, dass irgendwo ein Massefehler zum Beispiel ist. Kann natürlich immer sein, wenn irgendwas korrodiert, dass einfach so viel Korrosion da ist, dass keine Masse mehr da ist. Und schon schaffen es manche Steuergeräte gar nicht mehr, einen Saft anzuzeigen. So, in der Bremse. Weil wir haben in der Bremse haben wir den Fehler Steuergerät für Airbag. Also klar, das hängt natürlich alles zusammen. Kodierung, Varianten der Steuergeräte in Antriebsstrang prüfen. Also das sind auf jeden Fall alles irgendwelche Fehler, wo ich natürlich verstehen kann, dass das Audi sagt, boah, da muss alles neu, weil die Fehler sind natürlich alle nicht zueinander deckend. Was passiert, wenn wir die zum Beispiel löschen? Okay, die konnte ich zum Beispiel löschen hier vom Dämpfer. Ah ne, von der Bremse, da sind wir gerade. Ah, ah, sobald ich rausgehe, sind sie wieder da. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt starten wir ihn mal. Ah, Störung, Bremse. Motorsteuergerät, immer noch kein Fehler. Getriebe. Guck mal, der Motor läuft und Getriebe zeigt Anspannungsversorgung. Unterbrochen. Also nur einen einzigen Fehler. Das heißt, dass, so wie ich das sehe, hat das Getriebesteuergerät schon mal keinen Saft. Das ist schon mal ganz gut zu wissen, einfach nur. Wir fangen erstmal auf jeden Fall mit Getriebe an. Was ich jetzt als nächstes machen würde, ist Folgendes. Ist irgendwie mal ganz geil. Der Fehlerspeicher zeigt einen die Teile nochmal von dem Steuergerät an. Das heißt, wir können jetzt einfach mal bei Google nach diesem Steuergerät suchen und mal gucken, wie das aussieht. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo bei diesem Auto Vivo was sitzt. 420, 910. Jawohl,
geht schon mal gut los. Getriebesteuergerät 1700 Euro netto. Ja, so kommt man halt dann auch irgendwie auf. R8 Special Preise. Kommt man dann halt auch irgendwie auf so einen Preis, ne? Also sieht tatsächlich aus wie so ein normales Steuergerät, wenn man sich halt so ein Steuergerät vorstellt. Ja. Wir fangen jetzt mal an und gucken mal diverse Stecker. Dafür natürlich immer Zündung ausmachen, dass kein Saft mehr drauf ist. Ich glaube nämlich 420, 910, 156A. Da das schon lose ist, hat der Audi wahrscheinlich die gleiche Idee schon. Oh ja. Oh, da ist auch Wasser reingekommen. Krass, ne? Folgen. Eigentlich, man denkt immer, das geht gar nicht, weil diese Stecker haben ja hier eine Dichtung. Hätte ich auch gedacht. Krass, hier, guck mal. Oh, auch schon alles blau. Ist das jetzt schlimm mit dem Blau? Ja, natürlich ist es schlimm, weil es kann schon passieren, dass so ein Pin keinen Kontakt mehr hat. Es ist jetzt aber kein Grund, einen ganzen Kabelbaum neu zu machen, weil man kann das ja ohne Probleme wieder sauber machen. Also sauber machen heißt zum Beispiel einfach nur eine ganz kleine Feile nehmen und da ein bisschen drin rumreiben. Dann gibt es extra dafür ja so Kontaktsprays, die man da drauf machen kann. Also da gibt es definitiv eine Möglichkeit, das hier wieder fresh zu machen. Aber eigentlich sollte da gar kein Wasser reinlaufen, weil diese Dichtung hier, die dichtet das Ganze ab und trotzdem ist Wasser reingelaufen. Auch nur bei dem Einstecker. Witzig, ne? Stimmt, ja. Aber soll ich dir mal was sagen? Das wäre ja krass. Da fehlt einer, ne? Nee, der ist komplett wegkorrodiert. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass da unten rechts normalerweise ein Pin wäre. So, und jetzt haben wir natürlich gerade hier perfektes Tageslicht, dass man gut reingucken kann. Und hier, guck, der steckt da nämlich drin. Weil, siehst du, du kannst überall auf die Spangen gucken und überall hier nicht. Ich lach mich echt tot, wenn das der Fehler ist hier. Weil es gibt immer bei den Steuergeräten, jeder, der sowas schon mal gemacht hat, man sieht immer, es gibt kleine Pins und große Pins. Die großen Pins sind logischerweise Stromversorgung. Die kleinen Pins sind eher die ganzen Sensoren und so weiter. Und die Stromversorgung ist meistens immer außen. So, wir haben hier vier große Pins. Das wird wahrscheinlich zweimal Strom, einmal Masse sein. Zweimal Strom, zweimal Masse. Und einer ist komplett. Und das kann natürlich sein, dass der, weil der weg ist, der da keinen Strom mehr hat. Okay. Ja, jetzt könnten wir Folgendes machen, um das zu testen. Also wir müssen auf jeden Fall den hier einmal sauber machen. Jetzt überlege ich gerade, wie wir hier zwischen den Kontakt erstmal herstellen. Jetzt jeden einzelnen Pin miteinander verbinden, wird zu viel Action sein. Ich hau mich weg, wenn das der Fehler ist. Ich würde vorschlagen, wir fahren zu unserer Allzweckwaffe Benny, weil ich sehe, das ist geklebt, das Steuergerät, ne? Ja. Ich habe Angst, wenn ich es aufmache, dass ich es schon beim Aufmachen kaputt mache, weil ich habe sowas noch nie gemacht. Der Chip-Tuner unseres Vertrauens aus Hannover. Benny macht das bestimmt täglich. BK Performance, der wird sowas machen. Und Benny ist auch genau der perfekte Mann für solche polnischen Lösungen. Bin gespannt. Also das wäre es ja. Also wenn man deswegen einen komplett neuen Kabelbaum einbaut, hat natürlich am Ende auch immer was mit Garantie, Gewährleistung und so weiter zu tun, weil man hat auch nichts davon, dem Kunden das Ding zu reparieren. Und zwei Tage später steht er in Hamburg und das Ding springt nicht mehr an, weil irgendein anderer Stecker auch korrodiert ist. Aber für 37.000 Euro kann man ja auch mal ein paar Stecker sauber machen und checken. Ne? Wir fahren zu Benny, machen das Steuergerät auf, er soll mal reingucken. Wir haben die Steuergerätreparatur erstmal abgebrochen, weil nach einer guten Stunde Frickelei an einem anderen Steuergerät, nicht an dem hier, irgendwie muss dieses komplette Plastikteil über die ganzen Pin rüber, ist definitiv nicht nur gesteckt, sondern irgendwie geklebt, geschrumpft, wie auch immer. Logischerweise auch wahrscheinlich wegen Feuchtigkeit und so. Und dann haben wir gesagt, ey Benny, löte mir von hinten einfach erstmal nur ein Kabel drauf. Dann können wir das an dem Auto gleich überbrücken. Das heißt, Stecker dran, das Kabel packen wir von hinten an den Kabelbaum den richtigen Pin. Und schon haben wir immerhin erstmal die Möglichkeit zu checken, ob alles wieder geht, bevor wir ja noch x Stunden rein investieren. So, jetzt müssen wir ja noch den ganzen Schmatter da rauskriegen. Dafür gibt es so Kontaktspray. Das machen wir erstmal hier so rein. Das lassen wir einfach mal kurz ein bisschen einwirken. Dann in der Zwischenzeit nehmen wir uns einfach ein bisschen Schraubenzieher. Da gibt es mit Sicherheit auch eine Version, die nicht ganz so rabiat aussieht. Aber ich habe jetzt keinen, ja weiß ich nicht, da gibt es mit Sicherheit irgendwie wie eine kleine Drahtbürste oder so für. Aber es hat ja Kontakt gehabt, außer dass halt der ganze Pin nicht da ist. Deswegen will ich da jetzt auch nicht so den Film rausmachen. Aber man sieht halt schon, wie die Flüssigkeit auf jeden Fall so ein bisschen arbeitet mit den Pins. Man sieht auf jeden Fall zumindest, dass es schon mal, dass die alles, was braun ist, heißt, der Kontakt ist immerhin blank.
Das heißt, da kann man noch mit arbeiten. So, jetzt gehen wir einmal zum Auto und gucken uns mal die Gegenseite an. Also, wir nehmen einfach mal. Achso, ja, hier. Ich habe schon einen Schritt übersprungen. Ne? Hier, zack. Da ist einfach mein Deckel drauf. Den nehmen wir als erstes mal runter. So, jetzt gucken wir mal hier, wo das Ende vom Klebeband ist. Dann machen wir das ein bisschen auf, obwohl das nicht zwangsweise an der Seite sein muss. So, aber wir sehen ja, das war dieser Pin. Okay, ja, da haben wir auf jeden Fall jetzt ein viel zu kleines Kabel eingelötet, wie ihr seht. Der Pin war nämlich ein viel, viel fetterer. Ich mache mal vorsichtig das Tape ein bisschen auf. So, das Einfachste wäre zur Sekunde übrigens, wir pinnen den einfach komplett aus, also den Pin, und stecken das Kabel einfach dann in den Pin anschließend. Das wäre tatsächlich das Einfachste. Und das geht eigentlich auch immer. So, damit man den auspinnen kann, müssen wir erstmal die Sicherung rausmachen. Die Sicherung ist bei sowas immer dieses weiße Teil hier. Zack. So, damit sind jetzt die Pins frei, dass man sie rausziehen kann. Oder, nee, sie waren gerade schon frei und jetzt sind sie fest. Zack, so sind sie frei. Und jetzt kann ich hier mit einem Auspinnen-Werkzeug hintergehen und den ganzen Pin rausholen. Weil viel wird ja von dem Pin hier eh nicht über sein. Ach, guck. Easy! Grünspan Deluxe. Guck mal hier, da hängt sogar noch der Rest von dem Pin drin. Erkennt man das hier? Mit Grünspan wieder weggegammelt. Also der muss wirklich schon länger was los gewesen sein. Da ist er. Der Rest vom Konzert. So, erstmal für meinen Kumpel ein Foto machen hier. So, in dem Fall, das kann man jetzt hier einfacher sauber machen. Also wenn man es 100% perfekt machen würde, würde man jetzt Folgendes machen. Man würde hammerhart den ganzen Stecker auspinnen. Variante 1, einfach jeden Pin neu ranpinnen. Also einfach nur hier abschneiden. Kabelbaum gibt das ja her. Neuen ranmachen, reinstecken, fertig. Das wäre eine Lösung, wie man sich auf jeden Fall sparen könnte, den ganzen Kabelbaum neu zu machen. Variante 2 ist, man checkt erstmal, ob alles geht. Und macht genauso wieder ein bisschen Kontaktspray rein. Und dann können wir immerhin testen, ob alles geht. Gespannt. Was sagt dein Bauchgefühl? Also mein Bauchgefühl sagt mir auf jeden Fall, dass wir einen Fehler weniger haben müssen. Einen Fehler müssen wir weniger haben, weil, ne, der Pin hier war ja definitiv nicht mehr da. Ne? So, hier machen wir jetzt einfach den polnischen. Das klingt ja so abwertend, den polnischen. Das ist absolut nicht. Nein, sagt man doch so. Sagt man so, ne? Finde ich eigentlich auch. Also es ist halt nun mal so. Weiß ja nicht, also wir zeigen ja auch einfach mal, dass es funktionieren kann. Das ist natürlich jetzt nichts hier, um mit durch die Gegend zu fahren. Guck mal, jetzt kann man nicht so das Kabel da reinklippen. Zack. Und schon hat der Lachs Kontakt. Das sieht echt geil aus, mit dem Kabel. Ja, aber so ist das halt, ne? Ja, macht doch immer schon was. Ja, was nicht ganz so gut war gerade, Zündung anmachen und er sagt W-Hebel defekt. Und das nochmal Fehler löschen. Ja, genau. Das muss man als erstes mal machen, weil das heißt gerade, dass der Hebel trotzdem mit dem Steuergerät keine Kommunikation hat. Ja, er hat immer noch die 10 Fehler drin. Den löschen wir jetzt einfach mal. Gucken wir mal im Motor rein. Da hat er nichts. Getriebe. Also jetzt hat er keinen Fehler mehr im Getriebe. Jetzt machen wir mal Folgendes. Schließen das Ganze mal und machen wir einmal Wegrollgefahr. Bitte Gang einlegen. Ah. Und? Immerhin kam jetzt kein zweites Mal Wahlhebeldefekt. Das war wahrscheinlich noch vom letzten Mal, weil ich den Fehlerspeicher nicht gelöscht hatte. So, jetzt der spannende Moment. Fehlerspeicher? Kein Fehlercode. Das ist doch vielversprechend. So, jetzt machen wir als nächstes Folgendes. Wir schmeißen ihn mal an. Ja, jetzt ist hier auf jeden Fall noch überall. Jetzt müssen wir nach und nach mal alle durchgehen. Also Getriebefehler ist schon mal weg. Und jetzt kann es natürlich sein, dass sich alle anderen Fehler drumherum auch weglöschen lassen, wenn das Getriebe halt funktioniert. So, hier haben wir zum Beispiel in der Bremse diverse Fehler, die löschen wir jetzt mal. Okay, Fehler von der Bremse lässt sich schon mal nicht löschen, weil er sagt Fehler vom Airbag. Jetzt gehen wir mal in den Airbag rein. Zünder für Seitenairbag, Beifahrerseite. Das ist klar, weil der Sitz gerade einfach nur drin steht. Aber den Fehler wird er auch gleich wieder schmeißen, weil kein Sitz drin ist. Was hat er jetzt hier noch? Raddämpfung?
Getriebe sieht schon mal soweit gut aus, aber ich befürchte, es war doch nicht alles. Also Getriebe ist schon mal Blankonese, das ist schon mal gut. Aber er hat immer noch einen Fehler im ABS und hier Dämpfer. Und da sagt er die ganze Zeit, dass er ein Problem hat mit dem ABS-Steuergerät. Ich gucke gerade mal, ob der nur ABS hat oder hat er auch ESP irgendwas. Link, stabiler Ton, nichts über den Käse, Fahrwerkssteuerung. Ja, also wir haben jetzt zur Sekunde nur noch zwei Fehler. Die sind einmal Airbag, einfach nur, weil auf der Beifahrerseite der Sitz nicht angesteckt ist. Das könnten wir relativ einfach nochmal machen. Aber in der Bremse ist definitiv noch ein Fehler drin. Wir machen einfach mal Folgendes. Ich mache einfach mal einen kompletten Autoscan. Das heißt, er fracht in dem Moment wirklich alle Steuergeräte ab. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber wir haben danach wirklich alle Fehler, die es gibt. Nicht, dass in irgendeinem Bauteil ein Fehler drin ist, wo wir gerade gar nicht mit rechnen. Ne? In der Zeit gucken wir mal einmal auf die andere Seite. Er hat ja definitiv einen Fehler mit der Bremse. Hier haben wir nur Sicherungen. Weil wir wissen jetzt ja, dass der Teil hier eher der nasse Teil war. Das können wir hier auf jeden Fall gleich nochmal abziehen und mal einmal gucken. Ich gucke jetzt hier gerade mal die ganzen Massekontakte. Also wir haben jetzt hier einmal das ganze System abgefracht. Kriege ich das eigentlich ein bisschen größer? Nee. Und da sieht man jetzt jedes Steuergerät und alles, was rot ist, hat einen Fehler. Bremselektronik hat einen Fehler, Klima hat einen Fehler, Raddämpfung, Airbag, Lenkrad, Diagnose, Navi, Soundsystem, Radio, Telefon. Wenn ich jetzt weiter runter gehe, kommen hier die Fehler. Bremse, Steuergerät für Airbag. Und Codierung, Varianten der Steuergerätantriebsschaltung. Okay. Klima hat den Fehler, dass rechts im Sitz kein Temperaturfühler ist, weil der nicht angesteckt ist. Raddämpfung hat auch wieder Fehler, Bremsensteuergerät. Steuergerät für EGD, elektronisch geregelte Dämpfung. Kein Signal, Kommunikation. Wir gucken mal einmal, wo dieses Dämpfer, dieses Dings ist, das Steuergerät, und gucken uns da mal die ganzen Kontakte an. Ah, gibt doch keinen besseren Innenraum als den vom R8 für sowas. Also immerhin haben wir schon mal ein paar Fehler weniger. Aber es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es nur ein einziger Pin ist. Jetzt gucken wir hier mal weiter. Das hier, weiß ich, ist auf jeden Fall ESP-Sensor. Der sieht aber so fresh aus, kann definitiv nicht sein. Reifendruckkontrolle. Das hier ist definitiv Antenne, sieht man ja so schon, oder Telefon. Das sieht zwar auch nicht toll aus, aber das ist dafür erstmal egal. Das ist definitiv ein Fehler, der irrelevant ist. Hier drunter kommt nichts mehr. Ist tatsächlich so eng rangeschraubt, dass man es abschrauben muss. Ja, also hier ist auf jeden Fall erstmal alles in Ordnung. Ich überlege manchmal, leider muss man auch sowas immer Probe fahren. Ich habe das schon öfter mal gehabt bei Bremssteuergeräten mit einem ABS-Fehler, dass das Auto einmal fahren muss. Ich überlege sonst, ob wir sonst einfach mit dem Auto einmal ein bisschen rollen. Wir laden ihn mal ab und ich rolle einmal um den Block. Gucken, ob das vielleicht was ändert. 6,5 Stunden später. Also ich habe das gute Wetter genutzt und habe ein bisschen weiter gesucht. Mir ging das einfach so auf den Zeiger, nicht diesen Fehler zu finden. Obwohl das Auto ganz normal läuft und fährt, dass ich weitergemacht habe. Als allererstes altbekanntes Problem beim R8 ist Korrosion. Das heißt, ich habe mir da unten den Massepunkt vorgenommen. Anschließend habe ich mir den Massepunkt vorgenommen und hier noch den Massepunkt. Hey. Da kommt der 350Z-Treter gerade, Nico. Ja, auf jeden Fall Alu, läuft Wasser rein. Das heißt, ratzfatz sind die ganzen Kontakte alle für den Arsch. Das habe ich einmal gecheckt, daran lag es aber nicht. Anschließend bin ich weiter in den Innenraum gegangen. Hier war ja die feuchte Stelle. Und es gab ja die ganze Zeit ein Problem mit dem Fahrwerksteuergerät. So, das hängt hier hinter. Wir haben ja vorhin schon im Video da einmal geguckt, am Stecker nichts gefunden. Dann dachte ich mir, komm her, baust es mal aus, guckst du mal. Und siehe da, hier sieht man so ein ganz bisschen Korrosion. Das heißt, dieses Steuergerät, ich habe es gerade gecheckt, kostet zum Glück auf eBay nur 100 Euro. Das werden wir jetzt mal aufmachen und werden mal gucken, ob wir da drin irgendwas finden und sehen. Kaputt machen ist auch nicht schlimm. Dann bestellen wir einfach neues. Hallo, wollen wir noch einmal tauschen, oder? Ja, ich habe gerade schon gesagt, guck hier, ich habe weiter geguckt. Mhm. Und bin der Meinung, dass da unten, das da stand das Wasser drin.
Also wenn wir das gleich aufmachen, wird das ganze Ding voll mit Korrosion sein. Aber hast du gerade 100 Euro gesagt? Ja. Also im Vergleich zu einem anderen Steuergerät natürlich Schnapper, ne? Deutlich günstiger. Krass. Ja, ich war auch überrascht. Und auch deutlich mehr davon im Internet. Das wird garantiert bei irgendeinem anderen Auto auch noch passen, obwohl es eine 420er Teilnummer ist, also eigentlich 8. Aber ich würde sagen, wir machen das mal auf. Also keine Ahnung, ob das Ganze jetzt hier geklebt ist oder nicht. Ist aber auch egal, weil irgendwie müssen wir weitermachen und diesen Fehler finden. Das hier ist ja, also es war auch genau so eingebaut. Das heißt, tatsächlich wird hier definitiv Wasser gestanden haben und Wasser reingegangen sein. Deswegen müssen wir jetzt mal irgendwie gucken, ob man das aufkriegt. Das ist natürlich nicht dafür gedacht, dass man es aufkriegt. Das wird auch nicht so einfach aufgehen. So eine alte Blechkonserve. Problem ist nur, um es aufzukriegen, wenn wir rundum alle aufmachen müssen. So, sollte es hier dran liegen, kauft man natürlich lieber neue Steuer. Aber da ja definitiv da hinten das Wasser stand und direkt daneben auch das kaputte Steuergerät war, so, deswegen müssen wir jetzt hier einfach irgendwie reingucken. Und dann sind wir hoffentlich schlauer. Oder auch nicht. Also ich behaupte mal, man würde das tatsächlich auch wieder zusammenkriegen. Aber ich glaube, für 100 Euro ist das noch eine erschwinglichere Investition. Eines der günstigeren Teile, ne? Also klar, gebraucht natürlich, ne? Aber scheint noch nie kaputt gegangen. Wahrscheinlich die einzige Art und Weise, wie das kaputt gehen kann, ist Korrosion und Wasser. Und? Schade Schokolade. Sieht gut aus. Also, man sieht auf jeden Fall den Unterschied. Siehst du, wie es hier alles korrodiert ist? Mhm. Hier oben nicht. Also das war die Unterseite von dem Steuergerät, die definitiv korrodiert ist. Allerdings würde ich jetzt behaupten, nur bis zur Dichtung. Ja. Also die Dichtung hat ihren Job gut gemacht. Und weiter ist es definitiv nicht korrodiert. So, jetzt gucke ich allerdings mal. Das heißt ja noch lange nicht, dass hier so auch alles in Ordnung ist. Aber wir werden das auch gar nicht weiter zerlegt kriegen. Weil es kann ja theoretisch auch hier zwischen reingelaufen sein. Aber hier haben wir wieder das gleiche Problem, dass die ganzen Pins definitiv durchgesteckt werden und verlötet werden. Also ich werde die Plantine ja gar nicht abgeschraubt kriegen. Also ich hatte jetzt eher die Hoffnung, dass hier komplett so ein Pilz drin ist oder so, ne? Das hätte es deutlich einfacher gemacht. Es kann natürlich trotzdem irgendwo immer so eine kalte Lutsche oder ein bisschen Korrosion sein, aber auf den ersten Blick würde ich leider sagen, nein. Aber wir machen Fortschritte. Irgendwie muss dieser Fehler doch zu finden sein. Einige Tage später, es ist wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe noch mal drüber nachgedacht, was wir als nächstes bei diesem Fahrzeug machen. Hab noch mal diverse Kontakte, diverse Massepunkte, diverse Stecker abgezogen und ich komme zu einem einzigen Ergebnis. Obwohl der Fehler im Innenraum war, muss hier vorne mit diesem ABS-Steuergerät irgendwas nicht stimmen. Weil dieses ABS-Steuergerät, also das ist der ABS-Block, hier gehen die Hauptbremszylinder. Das heißt, wenn ihr die Bremse tretet, geht hier drin ein Kolben, also eigentlich so ein Doppelkolben für vorne und hinten, nach vorne. In dem Moment drückt er Bremsflüssigkeit durch diese beiden Leitungen in den ABS-Block und der verteilt über Ventile den Druck auf die vier Räder. Zeitgleich hängt aber ein Steuergerät dran und dieses Steuergerät ist bei neueren Autos wohl wie eine Art Gateway. Also das heißt, das macht nicht nur die Bremse, sondern auch noch diverse weitere Kommunikation im Fahrzeug. Das heißt, als Beispiel kann es passieren, dass die Dämpferregulierung, welche auch ABS-abhängig ist, hier rüberläuft. ESP ist hier drin. Bei manchen Autos ist es mittlerweile sogar so weit, dass selbst so Scheinwerfer, Scheibenwischer, Regensensor auch sowas dran hängt. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, wir bestellen uns bei eBay einfach mal einen ABS-Block. Ich glaube 699 Euro. Stecken den einfach nur an, ohne dass wir die ganzen Leitungen tauschen und gucken, ob alle Fehler weg sind. So. Wenn dann alle Fehler weg sind, wissen wir, es lag definitiv hier dran. Dann müssen wir den ABS-Block umbauen, bremsen, lüften und so weiter, was natürlich ein bisschen mehr Action ist. Deswegen stecke ich es einfach erstmal an. Wir können so natürlich nicht fahren, weil jetzt gerade ist hier die Mechanik und da die Elektrik, was natürlich nicht harmoniert. Aber es muss zumindest kommunizieren. Ich bin gespannt. Das sieht schon mal deutlich besser aus. Weil direkt beim Zündung anmachen, ich war wirklich noch nicht mal im Fehlerspeicher drin, ist schon mal Dämpfer und ABS weg. EPC ist am Anfang immer an, weil EPC heißt, dass er Electronic Pedal Control, also E-Gas, dass er das einmal abfragt und testet. Kein Beifahrersitz drin, das heißt alles, was Airbag und Anschneller und so weiter ist, ist weiterhin, weil kein Dings drin. Junge,
da bin ich jetzt auch ein bisschen sprachlos, weil dass es so einfach ist, hätte ich auch nicht gedacht. Also ich hätte jetzt gedacht, dass wir zumindest mal den Fehlerspeicher löschen müssen oder das neue Steuergerät kodieren müssen oder so, aber dass wir wirklich einfach bei eBay ein neues Bremsding bestellen und einbauen, ist halt ist krass. Ich würde jetzt trotzdem natürlich einmal die Fehler löschen, um einfach das Ding blank zu haben. Junge, dieser Kaltstart ist auch einfach so laut. Ja, das liegt halt einfach daran, dass er beim Kaltstart, also der Kaltstart ist deswegen so laut, weil du hast eine Pumpe und die pumpt wirklich Luft in den Auspuff. Damit du frischen Sauerstoff, unverbrannten Sauerstoff hast, der die Katalysatortemperatur schneller anhebt. Ja. Und diese Anreicherung ist halt dieses krasse Geräusch, was man hat. Ne? Wenn du das rausprogrammierst, was viele machen, ist das auch weg. Kann man es auch dauerhaft reinlassen? Ja. Ja, krass. Also Fehler sind tatsächlich alle weg. Also ich habe keinen Fehler in der Dämpfer mehr. Ich habe keinen Fehler im Airbag mehr. Den einzigen Fehler, den er halt gerade sagt, ESP-Fehler, liegt einfach daran, ESP-Sensoreinheit, keine oder falsche Grundeinstellung, Adaption. So, ich kann jetzt gerade aber auch keine Grundeinstellung machen, weil zur Grundeinstellung gehört natürlich dazu, dass ich die Bremse trete, dass ich einen Bremsdruck habe, was ich ja zur Sekunde alles gar nicht habe, weil ich habe ja vorne gerade gar keine Flüssigkeit in den Wäldern. Also lange Rede, es war tatsächlich der ABS-Block. Muss ich selber erstmal drauf klarkommen, weil ja, also ich kann euch nicht erklären, wie jetzt gerade dieser Zusammenhang ist. Ihr habt gesehen, das Wasser ist in den Innenraum gelaufen, dabei gab es einen kurzen im Getriebesteuergerät und dabei muss halt irgendwie vorne was im ABS-Block durchgebrannt sein. Weil das war vorher definitiv nicht. Man könnte den ABS-Block jetzt irgendwo zur Reparatur schicken. Das werden wir allerdings nicht machen, weil in unserem Fall bauen wir jetzt einfach den gebrauchten ABS-Block von eBay ein. Dazu gehört natürlich Bremse entlüften, dazu gehört natürlich ESP-System entlüften. Warum ESP-System entlüften? Relativ einfach. Beim ABS bremst ihr ja, das heißt, man kann mit dem Pedal die Luft rausdrücken, darunter hängt aber eine Pumpe. Und diese ESP-Pumpe, die macht den Bremseingriff für euch, wenn ihr gar nicht das Pedal drückt. Und die muss man natürlich genauso entlüften. Das ist aktuell alles leer, das heißt, er hat auch keinen Bremsdruck und so weiter. Aber freut mich für meinen Kollegen, dass wir das Auto gerettet haben für unter 1000 Euro. Also eigentlich wirklich nur neuen ABS-Block. Warum der kaputt gegangen ist, keine Ahnung. Wird einfach eine Überspannung, Unterspannung. Vielleicht hat er sich auch durch die lange Zeit kein Saft drauf zurückgesetzt. Man müsste ihn jetzt komplett neu flashen, kodieren, wie auch immer. In dem Fall ist aber wirklich das Einfachste. Neuen ABS-Block rein und weiter geht's. Auf jeden Fall keine 37.000 Euro. Auf jeden Fall keine 37.000 Euro. Und jetzt kriegt dieses Fahrzeug auf jeden Fall mal, ich würde sagen, als erstes eine große Aufbereitung. Dann wird er zusammengebaut und dann können wir uns das Ding eigentlich mal ausleihen für irgendwie einen Rennchecker, oder? Ich bin dafür, ja. Kleiner Schrauber-Content. Nicht aufgeben, immer weitersuchen. Es gibt immer eine Lösung. Nicht verzweifeln. Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Achso, ganz kleine Ergänzung noch. Am Donnerstag gibt es tatsächlich ein Update mit meiner Hallensituation. Ultra geiles Video geworden, geile Halle geworden. Auf jeden Fall reinziehen, Donnerstag 18 Uhr.